Um die finsteren Schatten der NS-Zeit, die die 50er und 60er Jahre noch beherrscht haben, geht es in einem neuen Film von Andreas Gruber, der mit Hasenjagd internationale Aufmerksamkeit erregt hatte. Hannas schlafende Hunde heißt das neue Werk. Darin hat Gruber das autobiografische Buch seiner Jugendfreundin Elisabeth Escher verfilmt. Ab heute in den Kinos. Jetzt hat sie alles überstanden, die kleine Johanna. In über 2 Stunden lässt sie Andreas Gruber die bedrückende Enge des Nachkriegsösterreich erleben, in dem nach 1945 die alten Nazis einfach weitermachen. Bei der Johanna schaut das aus, das hätte meine Sau abgestochen. Erika Weinzierl hat nach der Hasenjagd zu mir immer wieder gesagt, Herr Gruber, machen Sie etwas über die 50er und 60er Jahre. Weil es ist auf eine so unverschämte Art und Weise bruchlos weitergegangen. Und das ist so wichtig, weil es sozusagen über eine lange Zeit auch die Zweite Republik bestimmt hat. Der Wunsch der österreichischen Historikerin ist posthum in Erfüllung gegangen, als sich im Roman von Elisabeth Escher eine geeignete Vorlage fand. Hannelore Elsner spielt eine Jüdin, die ihrer Enkelin Mut macht, sich gegen Unterdrückung aufzulehnen. Die Einzigen, die uns damals geholfen haben, waren der junge Kaplan und die Frau Leb. Also halten Sie in Zukunft Ihre Klappe.